So, let's go, würde ich sagen. Warte mal, ich bin... Ach so, ich hab gewechselt! Mitten im Kampf! Ah! Dann geht's ja noch schneller! この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー。その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、
証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私、うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ、僕たちが殺し合う理由なんて。トゥービーは苦しんでいたよ。君を殺し続けること、高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予言されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の一員。本当は気づいていたんだ、ナインエス。うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦、ここで彼女と争うことは。トット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。Bitte auswählen. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Oder, also, es ist sehr, sehr. Sicher. Klar. Verstanden. Magatta. Der Kampf ist nur ein bisschen ätzender. Alter, wie weit der geflogen ist. Willst du mich verarschen? Oh Gott, das wird... Scheiße.
Keine Arme, keine Kekse. Yokai. Potto, 9S no Ronri Kairo wo shufuku suru. Yokai.9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。ヨルハキ対 A2。 この先に 9S のコアデータが格納されている。報告。ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できる。私はヨルハキ対支援随行ユニット。支援しているヨルハキ対 A2 に害を出す行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。私は全部。ポット、ナインエスを頼む。エーテル、君は？私はまだやることがあるから、先に行ってくれ。了解。すまないな。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。Damit hätten wir Ende C erreicht. Ich glaube, Ende C ist auch mit 9S. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob beides Ende C ist. Aber für ein anderes Ende muss man ja beide Enden haben. Also auch mit 9S einmal gewonnen haben. Und dann muss man noch einmal... Obwohl, ich glaube, man kriegt doch... Muss? Ich glaube, dann ist es doch ein anderes Ende. Das ist dann Ende D. Und für Ende E muss man dann, glaube... Also für das wahre Ende. Ich glaube, das ist doch nicht mal ein Ende E oder so. Keine Ahnung. Muss man nochmal mit wem man möchte gewinnen und dann so ein ewiges Minispiel spielen. Das machen wir auch noch.
Aber danach werden alle Daten gelöscht und ich will alle Enden wenigstens noch holen. Und ich muss sagen, die Musik. Also doch noch geschafft, wenigstens diesen Run noch zu beenden. Ich glaube, einen Stream mit Nier Automata wird es noch geben. Mal gucken, wann ich den mache. Vielleicht auch Dienstag, das nächste Woche. Und dann beenden wir es. Vielleicht aber auch nicht nächste Woche, sondern erst wenn ich Parts brauche. Obwohl, wenn ich Parts brauche, dann wird es wahrscheinlich nur ein Part sein. Es sind immerhin nur Enden holen. Ich weiß noch nicht mal, wie weit die Parts gereicht haben. Aber die Entscheidung am Ende war klar, A2. Selbst wenn ich mich entscheiden müsste zwischen 2B oder A2, ich würde A2 wählen. Ich weiß nicht, ich mag die irgendwie mehr. Die ist mehr so auch auf eine. Ich mag auf Tafel. Ich mag Tafel Mädels. Die dann einfach kein Blatt vom Mund nehmen. Und austeilen können. Ich gucke aber jetzt schon mal nach. Ich werde Toni wählen. So, die Kapitelauswahl kann jetzt aufgerufen werden. Die Kapitelauswahl kann vom Titelbildschirm und von Zugriffspunkten aus aktiviert werden. Um den Debug-Modus aufzurufen, durch die Aktivierung des Debug-Modus wird die Speichern-Funktion abgeschaltet, bis du Speicherdaten geladen hast. Du kannst nun das Debug-Zimmer nutzen. Rufe es über das Startmenü auf. Nutze im Debug-Zimmer das Debug-Menü, um Feinde frei zu platzieren. Gegenstände erhalten. Schwere Rüstung A, schwere Rüstung B, Tarnbrille, A-T-Brücke. A-T, genau. A-T-Brücke.
Archivhalten über Maschinen. Die seltsame Widerständlerin hat ein neues Feature bekommen. Sprich im Widerstandslager mit ihr, um herauszufinden, was es ist. Ist wahrscheinlich das DLC, oder? Wollen wir das DLC? So, wir haben A, B, C und noch ein paar andere. So, ich würde mal sagen, ja, das war's dann für heute.